Ein Troll. Auch du könntest eine allgemeine Seele sein. Wir haben die Seele zumindest gefangen. Wo ist der? Geringere Seele, verdammt. Da. Hier gibt es leider keine Nilwurz. Echt schade. Ich dachte, ich wäre gesprungen. Naja. Was ist hier oben? Wow. Ein riesiger See, Leute. Und wir waren noch nie hier. Okay, Leute, sehen wir uns den See. Also, wir gehen einmal komplett um diesen See. Ich glaube, wir kommen heute in der Aufnahme doch noch nicht nach Skingerad. Wo? Aber wir kriegen wieder so viel heiliger Lotus, Leute. Das ist doch toll. Eine Nirnwurz hier wäre auch sehr toll. Oder zwei oder so. Als Belohnung dafür, dass man das entdeckt hat. So einen schönen See. Da oben geht er weiter. Ist das eine Höhle? Nein. Mist. Bergab springt er nie. Okay. Schön. Hier ist also der Anfang dieses riesigen Sees. Hä? Ah, okay. Hey, ist da eine Muschel? Cool. Da hätte man ruhig eine makellose Perle machen können. Hier gibt es auch sonst nichts. Hä, wie komme ich jetzt wieder raus? Ah, hier. Aber auch keine Nirnwurz. Das ist echt ein bisschen enttäuschend, finde ich. Ah, noch ein Hirsch. Noch mehr Muscheln. Ach nein, lassen wir es einfach.
So. Okay, dann habe ich das, das. Das davon habe ich, glaube ich, auch. Habe ich das hier schon? Ja. Okay. Und die habe ich, glaube ich, auch schon. Mal kurz nachsehen. Ja. Hier sind wir auch schon einmal rum. Dann gehen wir jetzt da rein. Drei Muscheln, Leute. Eine Perle, eine unreine Perle und kommt schon eine Mark. Nein, keine Makellose. Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Da ist vielleicht eine Höhle. Habe ich noch nicht nachgesehen. Mache ich dann gleich noch. So, wir sind hier fertig. Nein, nichts. Okay. Dann gehen wir jetzt zu dieser Siedlung. Aber ich möchte vorher mal kurz hier speichern. Oh, welch Glück, dass es noch geht. Ein Haus. Zwei Häuser oder drei. Und da ist jemand. Ein Sprecher. So. Priorei der neuen. Oh. Oh, Leute. Priorei der neuen. Ich glaube, das ist von Knights of the Nine, von einer der Erweiterungen ist das was. Wir ignorieren das hier. Oder? Ja gut, wir können ja mal außen. Aber wir gehen nirgends rein. Wir gehen nirgends rein. Wir sehen uns nur hier außen mal ein bisschen um. Da ist irgendwie tot aus. Also auch bei der Erweiterung haben sie sich nicht allzu viel Mühe gegeben, seht ihr, Leute? Mit dem Platzieren von Büschen. Oder Pflanzen. Also bei den meisten schon, aber nicht bei allen. Das hier sieht aus wie ein Ritter und das hier wie ein Dädra. Aber schön, dann haben wir das schon mal entdeckt und wenn wir dann später die Erweiterung spielen, müssen wir nur noch hierher reisen. Okay, gibt es hier sonst noch irgendwas? Nein. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ich glaube in diese Richtung. Ja. Da müsste ja irgendwo jetzt dann das Wasser sein. Der See wieder. Da ist doch was. Da ist noch was, Leute. Da ist noch ein Gebäude. Es ist aber nicht auf der Karte. Und hier gibt es so viele Blumen.
Was ist das für ein Gebäude wohl? Eiserne Streit. Oh nein, die lassen wir. Die hängt da so schön. Das gehört bestimmt auch zur Priorreihe 9. Versteckte Tür zu isoliertes Haus. Ich überlege gerade, Leute, ob ich da rein soll oder nicht. Ja oder nein? Aber ich bin... Leute, hier gibt es nichts in der Nähe außer der Siedlung. Und selbst die ist nicht mehr auf dem Kompass zu sehen. Also seht ihr von hier aus nicht. Und man muss... Hier, ab jetzt ist sie sichtbar. Ein Schritt, glaube ich, noch zurück. Hier, ab hier ist sie sichtbar. Ab hier. Das ist bestimmt, das gehört bestimmt hierher, wenn es keine eigene Markierung hat. Wir lassen das. Ich hoffe, ich denke dran, wenn es dann wieder weitergeht, wenn es an die Erweiterung geht, dass ich das dann mitnehme. Aber wir lassen das. So, ich glaube, da oben war irgendwo ein Eileitbrunnen, von dem wir aus wie hier runtergegangen sind. Da ist er. Zu dem gehen wir jetzt hin. Und da hatten wir ja hier die Siedlung gesehen. Und da gab es noch hier das da, genau. So, und da ist jetzt hier die Eileiterruine. Und die haben wir noch nicht gemacht. Die machen wir jetzt. Gibt es sonst was, was wir noch nicht gemacht haben? Ne, den Rest haben wir schon alles. Genau. Also, da gehen wir jetzt rein, Leute. Nornal Horst. Bin ich ja mal gespannt. Da sind schon ein paar Humanoiden. Oben kann man entlang gehen. Da kommen wir dann wahrscheinlich wieder raus. Auch da oben könnte man hoch. Sind das schon wieder Vampire? Wisst ihr, oft kommen die über Aufnahmen von Aufnahmen nicht, also über Wochen hinweg nicht. Und jetzt in der heutigen Aufnahme haben wir einfach mal zwei Vampirnester. Okay, das ist der einzige Weg. Vampirkrieger, es sind Vampire, Leute, tatsächlich. So. Beschwer dich nicht. Du bist doch eigentlich schon tot. Doch! Vampir-Schurke. Okay, da gehen wir jetzt noch nicht hoch. Wir töten jetzt erstmal den dritten Vampir hier. Ich glaube, das ist ein Ritter. Oder auch wieder ein Krieger. Mit was? Ritter. Und überlastet. Gibt's doch nicht. Aber nur zwei Hämmer kaputt gegangen, Leute. Cool.
Ja, eins noch. Pantoffeln. So. Und da haben wir wieder einen Hammer. Okay, hier war es das erstmal. Da liegt doch ein Weltenstein. Nein. Mist. Okay. Quaras Aura, Leute. Weg mit der Reithose. So. Und hier hoch. Gold. Und wir müssen schon wieder etwas ablegen. Hier, rotes Samtgewand. Da würde es reingehen. Beckenstein. Fallen. Wieder ein Schurke. Nein, ein Bogenschütze. Stirb, du Ratte. Ich hab nicht vor zu sterben. Habe ich schon mal hinter mir gemacht. Gedacht, war nicht toll. Zu leben ist besser. So, erstmal heilen. So. Ein Stabpfeil. So, seine Sachen da war. Dann trägt er sie nicht mal. Aber Hauptsache die Schlappen, die sind wichtig. Okay, haben wir hier vielleicht nochmal sowas zum Ablegen? Ja, Schnallenschuhe, schwarzes Gewand. Okay, das war's. Hier vielleicht irgendwie wieder was? Nein. 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 Okay, dann mal sehen, was könnten wir denn ablegen? Das Glaskurzschwert. Das Glaslangschwert. Okay, wie sieht's hier aus? Ebenholzstiefel. Nochmal Ebenholzstiefel. Okay, passt. Und ich möchte den Stabpfeil ausrüsten. Den Sarg. Noch ein Reparateur mal, Leute. Eiserne Leuchte, den lasse ich mal. Den auch. Wieder ein Reparaturhammer.